Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mich hier ein bisschen eingemummelt. Es ist schon relativ spät abends, also ich muss schon auf dem Zimmer sein. Es ist nach 9 Uhr. Eigentlich jetzt nicht sehr spät für mich, aber für die Betreuer schon. Deshalb muss ich auf dem Zimmer bleiben. Aber ich möchte euch heute ein Spiel vorstellen, was ich persönlich ziemlich cool finde. Und zwar heißt das Spiel Bobbit, wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt. Und ich möchte euch mal erklären, was dieses Spiel so besonders macht, was ich daran mag und auch natürlich, wie es funktioniert. Die ersten grundlegenden Dinge, die ihr wissen müsst, ist, es gibt einen Buzzer. Das ist dieses weiße Teil hier. Da kann man drauf klopfen. Dann gibt es hier so ein Teil, da kann man drehen. Und eins, da kann man ziehen. Und wenn ich jetzt daran ziehe, Solo? seht ihr, springt er schon an. Solo, das heißt, man spielt alleine. Weitergeben. Weitergeben, also da sagt er halt immer weitergeben und man hat halt, Klopfe, um zu oh, starten. Entschuldigung, man hat halt diese zwei, drei Möglichkeiten und ja. Party. Und Party habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, ist aber auch sowas eher für mehrere Leute dann, ne? Klopfe, um zu starten. Solo? Und jetzt wieder Solo, genau. Und hier unten ist auch nochmal ein Knopf, hier an der Seite. Da ist jetzt auf Anfänger, Klopfe, um zu dann haben wir starten. noch. Meister, Und Profi. Profi, Anfänger. Genau. Das könnt ihr halt alles einstellen und ihr könnt auch die Lautstärke regeln, indem ihr wieder an diesem Teil hier Klopfe, um dreht. zu laut, leise. Laut, leise, mittel gibt es. Ich mach's jetzt mal. Mittel. Mittel. Ich möchte ja nicht die WG-Mitbewohner stören, indem ich hier. Genau. Klopfe, um zu starten. Ich werde jetzt einmal ein Anfängerlevel versuchen, mal zu spielen und dann auch ein. Oh. Ich gehe schlafen. Das sagt er immer, wenn er sich ausschaltet. Ihr merkt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, passiert nichts. Dann muss ich wieder hier ziehen. Solo? Und dann ist er wieder bereit. Jetzt hat er gleich wieder Knopf, um zu starten. Klopfe, um zu starten. Genau. Und jetzt klopfe ich mal. Ich kann die Kamera natürlich, also ich kann sie. Oh. Ich gehe schlafen. Ja, dann schlaf halt. Ich kann halt, naja, ich muss halt mit beiden Händen spielen. Moment, ich habe da eine Idee. Aber ob die so klug ist, weiß ich nicht. Sorry, Leute. Ist gerade complicated. So könnt ihr mich zwar nicht so richtig sehen, aber es ist besser als nichts. Solo? So, jetzt sind wir bei Anfänger. Und jetzt klopfen, um zu starten, mach ich mal. Hi, Score 100 Das heißt, man kann Punkte. 100 Punkte erreichen. Klopfen. Buzzern. Drehen. Hier drehen. Ziehen. Da ziehen. Ziehen. Dann wieder ziehen. Drehen. Drehen. Klopfen. Drehen. Ziehen. Klopfen. 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 Ziehen. Ziehen. Drehen. Klopfen. Ziehen. Ziehen. Klopfen. Drehen. Ziehen. Klopfen. Drehen. Ziehen. Drehen. Ziehen. Drehen. Ziehen. Klopfen. Klopfen. Drehen. 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 Klopfen. Klopfen. Drehen. Ziehen. Drehen. Ziehen. Klopfen. Ziehen. Klopfen. Ziehen. Klopfen. Drehen. Klopfen. Klopfen. Ziehen. Klopfen. Ziehen. Drehen. Drehen. Ziehen. Klopfen. Ziehen. Drehen. Klopfen. Klopfen. Drehen. Ziehen. Drehen. Ziehen. Klopfen. Ziehen. Drehen. Drehen. Ziehen. Drehen. Ziehen. Klopfen. Drehen. Ziehen. Klopfen. Drehen. Ziehen. Ziehen. Drehen. Drehen. Ziehen. Klopfen. Ziehen. Ziehen. Klopfen. Ziehen. Drehen. Klopfen. Drehen. Klopfen. Drehen. Klopfen. Drehen. Klopfen. Drehen. Ziehen.
Drehen. Drehen. Ziehen. Drehen. Ziehen. Drehen. Drehen. Score 100. Du bist besser als ein Anfänger. Klopfe, um weiterzuspielen. Jetzt habe ich die 100 Punkte geknackt. Wenn ihr verkackt, dann bricht ihr halt ab und ihr müsst von neuem spielen. Klopfe, um weiterzuspielen. Und jetzt spielen wir mal direkt weiter im Meister. Meister. Klopfen. Drehen. Ziehen. Jetzt kommen die Geräusche dazu. Klopfen. Das jetzt drehen. Klopfen. Ziehen. Das auch ziehen. Das klopfen. Drehen. Ziehen. Klopfen. Drehen. Drehen. Klopfen. 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 Ziehen. Klopfen. Ziehen. Klopfen. Drehen. Drehen. Klopfen. Ziehen. 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 Drehen. Ziehen. Ziehen. Klopfen. Ziehen. Klopfen. Ziehen. Drehen. Ziehen. Drehen. Klopfen. Klopfen. Drehen. Ziehen. Klopfen. Ziehen. Drehen. Klopfen. Ziehen. 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 Drehen. 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 Ziehen. Klopfen. Klopfen. Drehen. Score 100. Du bist besser als ein Meister. Klopfe, um weiterzuspielen. Ich muss tatsächlich sagen, so habe ich jetzt nicht weiter gespielt. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr dazu. Klopfe, ich habe noch nie Profi gespielt. Das ist ja das Schwerste. Aber ich probiere es mal für euch. Ich hoffe, es ist nicht langweilig. Aber ja. Klopfen. Drehen. Ziehen. Ziehen. Weiß. Blau. Oh, so schön ja. Für dich. Score 7 Punkte. Jetzt seht ihr mal, wie man verkacken kann. also er sagt halt dann, also er macht halt dann so komische Geräusche wie Jau oder sowas und sagt euch halt dann die Punktzahl an, die ihr dann halt erreicht habt. Ja. Ich geh schlafen. Dann geh schlafen. Ja, tut mir leid, ich habe mir Mühe gegeben, aber ich habe mal 2 durchgespielt und hier, das Witzige ist nämlich, ich habe schon 2-3 Mal Meister geschafft, aber tatsächlich noch nie Anfänger 100 Punkte. Also seht ihr mal, was hier für Vorteile hat, ne? Ja, ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt. Ich habe halt im Prinzip nur gespielt. Es ging mir halt einfach darum, euch ein bisschen das Spiel zu erklären. Und es geht halt am besten, indem man das Spiel, ja, spielt. Und genau. Also ich finde dieses Spiel wirklich cool. Ich pack's gerade mal kurz weg. Ich kann euch das nur empfehlen. Ich will am liebsten auch so eins haben. Das ist halt das von der Wohngruppe, was ich mir jetzt mal kurz ausgeliehen habe für 1-2 Tage, weil ich das halt echt total feiere, muss ich sagen. Also ich finde es wirklich cool und würde es euch echt wirklich empfehlen. Es ist halt ein super cooles Konzentrationsspiel. Es ist halt kein Dings-Game, also kein so auf dem Computer oder am Handy, wo man jetzt irgendwie besonders gut gucken muss oder so. Es ist halt auch gerade für Blinde sehr cool. Okay, mit den Farben ist halt relativ, aber ich finde halt trotzdem, dass es gut ist für Blinde. Und wenn ich das als Blinde sage, dann denke ich, kann man das durchaus ernst nehmen. Ja,
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Videos auf meinem Channel sehen möchtet und mich nicht abonniert habt, tut das bitte jetzt, damit ihr über alle neuen Videos, die ich veröffentliche, benachrichtigt werdet. Ja, wie gesagt, also falls ihr euch gelangweilt habt, tut es mir sehr leid. Aber ich denke, dass man gerade bei so Spielen auch eben am besten erklären kann, wenn man das selber spielt und halt so zeigt, ja, wie es geht. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!